Hallo, ich bin jetzt gerade im Nightjet von München nach Hamburg. Habe ein richtig gemütliches kleines Zimmerchen hier und freue mich jetzt auf eine gemütliche Nacht im Nachtzug und werde jetzt so richtig reingeschunkelt. Und genau, dann in Hamburg gibt es dann wieder Interviews und davon erzähle ich euch dann. Und ich treffe auch meine Kollegin Anja aus dem Jona-Institut, worauf ich mich auch mega freue, weil die habe ich auch noch nie gesehen. Genau, aber jetzt erstmal gute Nacht. So, ich bin jetzt gut angekommen in Hamburg. Es war echt eine aufregende Nacht. Also ich kann Nachtzugfahren nur empfehlen. Es war dann auch ganz nett, wo wir ausgestiegen sind, waren die ganzen anderen Radfahrer, weil die Fahrräder sind ja alle in einem Abteil, standen wir alle so zusammen und haben darüber gesprochen, wo wir alle als nächstes hinfahren. Und es waren einige dabei, die jetzt von Hamburg direkt wieder losgeradelt sind Richtung Süden. Die sind in Österreich losgefahren mit dem Zug und fahren da jetzt auch wieder hin und wollen es innerhalb von 2 bis 3 Tagen schaffen. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Und das hat mich jetzt total inspiriert. Auch wenn ich, glaube ich, nie so mit ganz wenig Gepäck und so langen Strecken mit durch die Nacht und so, weiß nicht, ob ich das machen würde. Aber fand ich richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht, mit denen noch kurz zu quatschen am Schluss. Genau, insgesamt habe ich ganz gut geschlafen eigentlich. Ich bin natürlich schon ein paar Mal aufgewacht, weil irgendwie schläft man dann doch in einem Zug. Ich muss natürlich sagen, ich habe mir diesmal so ein Einzelabteil gegönnt, was jetzt nicht super günstig ist. Aber dann wiederum, wenn man das rechnet als Zugfahrt und Übernachtung, ist es dann eigentlich schon fast wieder okay. Genau. Und ich hatte einfach auch keine andere Option, weil alle anderen Züge waren komplett ausgebucht von den Fahrradstellplätzen her und ohne Fahrrad wäre ich nicht gefahren. Genau. Deswegen war das im Prinzip so meine einzige Option, das Fahrrad mitzunehmen. Ja, Fazit ist positiv. Jetzt bin ich im Hotel, habe eine ziemlich schöne Aussicht vom Zimmer aus, muss man sagen. Also kann ich mich nicht beschweren. Und dann mache ich jetzt mich mal ein bisschen ans Arbeiten, an die nächsten Interviews planen und erzähle euch dann morgen von meinem nächsten Interview. Bis dann, ciao, ciao. Ah! Nein, eine Sache noch. Ich habe einen neuen Podcast angefangen, den ich euch gerne empfehlen würde. Und dieser Podcast heißt Das Klima. Und hört euch den mal an. Da geht es um die IPCC, beziehungsweise um den IPCC-Bericht. Und jetzt die ersten 2 Folgen waren noch so ein bisschen Metafolgen. Und jetzt geht es dann aber in die Tiefe, und zwar werden dann die einzelnen Kapitel des IPCC-Berichts auseinandergenommen. Also nicht die Zusammenfassung für die Politik, sondern der wissenschaftliche lange Bericht, den man jetzt so als normale Person nicht einfach so lesen würde, aber vielleicht interessiert man sich ja dafür und würde das dann hören. Also schaut euch das gerne mal an. Genau, das war's. Bis dann. Ciao.